hat noch keine Frau, ihn findet keine interessant. Für heute Abend und heute Nacht hat er ein Rendezvous geplant. Er nimmt an Theo, macht sich frisch, man kennt den Toni fast nicht mehr. Als er in die Bratwurst beißt, ist Senf am Hemd, so wie vorher. Ein neues Hemd, ein neues Glück, da hört er draußen eingeklopft. Wie er sich aus dem Fenster beugt, fällt ihm ein Ziegel auf den Kopf. Der hat vom Dach sich losgelöst und stört nun Tonis Gleichgewicht, weshalb er aus dem Fenster fällt und in der Grünanlage spricht. Verhirst und zugemoikt, schimpft er, es ist verhext. Verhirst und zugemoikt, flucht er, ausgerechnet jetzt. Verhirst und zugemoikt, ist es eine Sauerei. Bei jedem Unglück ist der Toni live dabei. Er fühlt, die Knochen sind noch heil, da steigt er in sein Auto ein. Hundert Sachen frohlockt er, mein Schatz, bald werd ich bei dir sein. Er hat den Tag zu früh gelobt, denn er fliegt aus der Kurve raus. Vor Schreck hat's ihm die Red verschlagen, der Toni bringt jetzt nichts mehr raus. Am zweiten Tag im Krankenhaus nimmt Schwester Heidrun Tonis Hand. Ja, so ein Zufall, denn mit ihr war doch das Rendezvous geplant. Er ist ihr nah, denn sie ist da, jedoch auch diesmal klappt es nicht. Es geht halt nix mit einem Gips, weshalb der Toni donnert spricht. Verhirst und zugemoikt, schimpft er. Es ist verhext, verhirst und zugemoikt, flucht er, ausgerechnet jetzt. Verhirst und zugemoikt, ist es eine Sauerei. Bei jedem Unglück ist der Toni live dabei. Verhirst und zugemoikt. Ist der Tod.